march drums! Boys in the center! Quick, march! The Green Hills of Tyrol, gespielt von den Old Town Pipes and Drums aus Peine. Die Band besteht aus den beiden Drum Majors Bernd Almeling und Raffaela Jechura. Den Pipers, den Tenor Drums, hier links, den Snare Drums sowie der Bass Drum. Sie ist das Herzstück der Band und wiegt etwa 15 Kilogramm. Gespielt wird sie von Holger Möllering. Der 48-Jährige wurde letztes Jahr deutscher Meister in der Kategorie Bass Drummer. Kann man auch stolz drauf sein, bin ich auch. Und wie gesagt, für mich ist es halt eine Ehre, weil es ist halt auch ein Hobby. Und dass man sowas wird, das ist schon, ja, kommt halt nicht so oft vor. Die Bass Drum gehört zusammen mit den Tenor Drums zur sogenannten Midsection. Für die Tenor Drummer verantwortlich ist Jan-Henrik Staschel. Mit ihren wirbelnden Mallets sehen die Tenors besonders beeindruckend aus. Genau, das war jetzt ein Time und ein End Around. Das hat einfach das hat so ein bisschen was von Dirigieren letzten Endes, weil es so ein bisschen den Takt angibt und man sieht es dann auch. Ta, 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 ta. Wo ist der Punkt, der Beat, der Grundschlag? Das Ganze nennt sich Flourishing. Aber schwierig, ich würde es nicht als schwierig bezeichnen, es ist einfach nur Übungssache, ein bisschen Arbeit, das Flourishing selbst. Das, was wir wirklich üben müssen, ist, wie gesagt, wieder der Rhythmus mit den Snares vor allem dann auch zusammen, weil das viel ja ineinander übergreift. Der 21-Jährige ist seit seinem 5. Lebensjahr bei den 1985 gegründeten Old Town Pipes and Drums. Von anfangs 10 ist die Mitgliederzahl auf inzwischen über 50, davon 40 aktive, angestiegen. Eine Erfolgsgeschichte, die praktisch aus einer Bierlaune heraus entstanden ist. Der Ursprung war, dass jemand an einem Musikalienhandel gearbeitet hat und da hing immer eine Pipes an der Wand. Hat er das gelernt zu spielen, dann kam irgendwann mal ein Trommler dazu. Wir haben auf dem Geburtstag aus lauter Jux und Dollerei mal gespielt für Naturalien, sprich eine Bratwurst und ein Bier. Dann haben wir in Peine ein Freischießen, wo sich verschiedene Truppen immer am Dienstag, da ist ein bunter Umzug, und da haben sich verschiedene eben als, sagen wir mal, als Schotten verkleidet. Eben derjenige mit dem Tudelsack, dann haben noch manche einen Bombard gehabt. Und das klang schon sehr schräg alles. Aber das sind so die Geburtsstunden. Jeden Montagabend trifft sich die Band im Bürgerzentrum Bülten für 2 bis 3 Stunden zum Üben. Zuerst spielt jeder Bandteil für sich. Die Snare Drum beispielsweise erfordert ein sehr präzises und übungsintensives Spiel, um gerade die schnellen und schwierigen Figuren exakt und sauber spielen zu können. Hier ein Beispiel. Da sieht man auch, dass es neben einfachen Einzelschlägen noch Wirbelschläge gibt. Und da man auf dieser harten Trommel einfach alles Unterschiedliche direkt merkt und hört, muss man das eben auch in der Gruppe sehr oft üben und genau darauf achten, ob die erforderliche Technik einfach geübt wurde und eingehalten wird. Die Great Highland Bagpipe dürfte mit ihrer unverkennbaren Stimme hauptverantwortlich für die Außenwirkung einer Pipes and Drum Band sein. Sie ist mit ihren zwischen 110 und 130 Dezibel so laut wie ein Presslufthammer oder ein startendes Flugzeug. Ihre Ursprünge liegen beim Militär. Das Instrument kommt ja eigentlich aus dem Orient, die Pipe. Von den Römern wurde es damals schon überliefert. Auch der Kehl zum Beispiel ist ein Ableger quasi von den Tunikas der Römer. Und die Musik, wie gesagt, die ist irgendwann aus den Highlands zu der britischen Armee gekommen. Ja, wir haben zunächst erstmal hier die Spielflöte. Damit wird die Melodie gespielt. Hier drin steckt ein Reed. Das ist aus Schilfrohr, also ein Doppelrohrblatt. Hier haben wir dann die Blowpipe. Damit wird die Luft reingeblasen in den Bag hier. Der war früher aus, oder es gibt heute noch welche, die aus Cheapskin-Bag sind, also aus Leder. Heute hat man Gore-Tex. Dann haben wir 3 Bordunpfeifen,
zwei Tenor, ein Bass, die erzeugen einen Dauerton. Dann blase ich hier also rein, die Luft hier in meinen Vorrat und erzeuge dann damit die Töne. Eine gute Kondition ist natürlich die Grundvoraussetzung, um die Pipe spielen zu können. Wichtig dabei ist natürlich die Atemtechnik. Wie Babys, die so durch den Bauch atmen, also nicht so Luft holen, dann würde man irgendwann umfallen. Also schön durch den Bauch atmen. Die Old Town Pipes and Drums messen sich regelmäßig auf Competitions mit anderen Bands. So fahren sie zu den Wettbewerben in Xanten, Machern bei Leipzig und natürlich in Peine selbst. In Xanten belegten sie 2016 den ersten Platz. 2013 wurden sie sogar deutscher Meister. Man merkt es den Old Town Pipes and Drums an. Sie musizieren nicht nur miteinander, sie bilden eine eingeschworene Gemeinschaft. Gerade im deutschen Raum den Ruf, dass wir wirklich also auch eine sehr, sehr familiäre Band sind, dass bei uns also wirklich alles auch intern stimmt. Wir waren 2003 mit fast 20 Leuten in Schottland zwei Wochen, haben da halt Urlaub gemacht. Wir fahren zusammen lange weg über Wochenenden zum Teil, wenn wir auf den Wettbewerben sind oder auch auf Auftritten. Zuletzt in Pullman City, wo wir dann auch ja, zusammen feiern und Spaß haben. March Drums! Ball the center! Quick March! Mit diesen Kommandos gibt der Drum Major der Band zu verstehen, dass sie ihre Aufmerksamkeit auf ihn richten soll. Und er befiehlt auch das Tempo, in dem die Band marschieren soll. In diesem Fall ein schneller Marsch zum Abschluss des Übungsabends.